Alle guten Dinge sind drei, wie man so schön sagt. Und deswegen den dritten Tag in Folge ein Eistest hier auf dem Kanal. Und zwar das Caramel Brownie Party von Ben & Jerry's. Vor zwei Tagen hatten wir die große Box mit Ben & Jerry's mit diversen Eis drin, wo ich euch drei Sachen von vorgestellt habe. Das habe ich euch gezeigt, habe gesagt, es gibt einen extra Test. Hier ist er jetzt. Gestern hatten wir das Kinder Bueno Eis und heute eben Caramel Brownie Party. Ein neues Eis bei Ben & Jerry's, welches, das hier so direkt eine Zusammenfassung, vermutlich einfach lecker ist, aber mal wieder leider ziemlich langweilig. Denn wir haben hier Karamell-Eiscreme mit Brownies, Karamellsoße und Keksstücken und natürlich gesalzenes Karamell, das hätte ich hier vielleicht noch erwähnen sollen. Was allerdings hier positiv ist, ist die Kuh, die eine Party feiert. Ich möchte an dieser Stelle übrigens darauf hinweisen, dass ich hier sitze in T-Shirt und einer dünnen Jacke und es relativ kalt draußen ist. Aber draußen gibt es das beste Licht und ihr sollt Ben & Jerry's immer in der bestmöglichen Bildqualität genießen. Deswegen gebt diesem Video einen Daumen nach oben für meinen Einsatz. Schließlich friere ich mir gerade einen Pin in den Arsch. Caramel Ice Cream habe ich euch gerade schon vorgelesen. With Brownies, Chocolate Cookies and Salted Caramel Swirls. Das hier erwartet uns also und das sieht verheißungsvoll aus. Wir wissen es, wenn die Brownies bei Ben & Jerry's gut sind, sind sie geil. Und das gab es auch schon mal im Ausland unter anderen Namen, So Far So Nice oder So Far So Good Together, sehr ähnlich. Und hier jetzt eben, ja, Caramel Brownie Party. Auch unter dem Namen gab es das schon im Ausland. Hier ist alles noch auf Englisch, vermutlich haben sie die deutschen Becher noch nicht fertig, ich weiß nicht warum. Aber werden wir dann sehen. Das Eis hier ist, wie gesagt, von Ben & Jerry's gestellt worden. Also falls ihr jetzt vermutet, dass ich gekauft bin, ich habe dann nur einen Becher Eis dafür bekommen. Ne? Aber keine Angst, ich bin nicht gekauft. Das kann man an der Kritik hören, die ich in letzter Zeit leider immer öfter Ben & Jerry's gegenüber äußern muss. Hier haben wir es nochmal draufstehen. Wir haben als erste Zutat Sahne, 26%, Wasser, Zucker, kondensierte Magermilch. Dann haben wir Weizenmehl für die Brownies, Freilandeier. Wir haben Glukosesirup, wir haben Butter drin, vermutlich irgendwo auch für die Brownies innen drin oder auch für die Karamellsoße. Kakaopulver ist drin, Salz, pflanzliche Fette, Sojabohne, Sonnenblumenöl, vielleicht auch hier für die Soße, eventuell auch in den Brownies drin. Wo genau kann ich hier nicht ganz beurteilen? Eier sind drin, Cocoa Powder, dann noch Stabilisatoren diverse, Vanilleextrakt, dann nochmal getrocknete Eiweiße, okay, Backtriebmittel. Auch natürliche Aromen, leider an dieser Stelle, dann Säureregulatoren, Malz und ja, das ist das Ganze. Hier habt ihr die Nährwerte, 465 Milliliter, 405 Gramm, 262 Kilokalorien. Das ist hier so rein nährwerttechnisch ein ganz klassisches Ben & Jerry's. So ist der durchschnittliche Ben & Jerry's Eisbecher, ich sag mal, was die Nährwerte angeht. Hier unten habt ihr den Spruch, der ist austauschbar, von wegen, wir tun das Beste rein, fair trade, lecker, lecker, lecker. Es gab mal eine Zeit, da waren diese Sprüche bei Ben & Jerry's sehr cool und auch teilweise lustig, hatten Wortspiele mit drin. Inzwischen ist das nicht mehr ganz so geil. Von daher, ja, aber für die Info natürlich das für euch. Ja, jetzt gucken wir da mal rein. New, ach, ist das immer schön, ein neues Ben & Jerry's auszupacken. Ich freue mich. Ach, guck mal, es lächelt. Auge, Auge, Gesicht, Mund. Wer hat das auch sofort erkannt? Wobei, der hier stört ein bisschen und der da auch. Es sah für mich wie ein schiefes Gesicht aus. Was wir hier allerdings alle sehen dürften, wäre, dass uns hier ein Brownie entgegenkommt, der so ein bisschen reingestochen ist. Und hier die Kekstückchen, Karamellsoße kann man hier noch nicht erkennen. Vielleicht ist das da die Karamellsoße. Das werden wir gleich sehen. Ich muss noch einen kleinen Moment stehen lassen und dann kommt der Genuss. Ich hoffe, ihr seid alle bereit für die Löffel-Action und habt auch euer Eisbecher oder euer Stieleis oder was auch immer in eurer Hand oder zu ein Löffelchen. Es geht los mit dem Eis. Ich freue mich. Auch wenn die Sorte nicht sonderlich kreativ ist, ich freue mich trotzdem drauf. Übrigens, ich habe es vergessen zu erwähnen neulich, ich habe die Petition, die ich euch geteilt habe, dass das Cinnamon Buns wiederkommt, ich verlinke es euch nochmal in der Beschreibung, an Ben & Jerry's und weitergegeben. Und zwar auch an eine ziemlich hohe Person, da ich jetzt nicht weiß, ob ich das sagen darf, dass ich mit dieser Person in Kontakt bin. Jedenfalls ist es eine sehr wichtige Person an Ben & Jerry's, eventuell sogar die wichtigste bei Ben & Jerry's in Deutschland. Der habe ich die Petition gegeben. Ich glaube nicht, dass die irgendwas machen. Sie bringen lieber andere Sorten raus, wie Half-Baked und vielleicht, weil sie meinen, dass die beliebter ist als ein Cinnamon Buns. Und ganz ehrlich, sorry, aber das kann im Leben nicht sein. Vielleicht kommt irgendwann Cinnamon Buns wieder. Sie haben die Petition bekommen. Es sind jetzt knapp 550 Stimmen gewesen. Ist jetzt nicht so viel, dass sie da deswegen irgendwie die Maschinen direkt anschmeißen. Aber vielleicht denken sie wenigstens drüber nach, das Eis nochmal rauszubringen. Deswegen vielen Dank an euch, dass ihr mitgemacht habt. Und naja, wie gesagt, vielleicht hat es eine Saat gesät,
einen Gedanken gesät, dass sie das vielleicht mal wieder rausbringen. Deswegen top, danke für eure Teilnahme. Schauen wir mal, ob etwas passiert. Aber ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass es so bald der Fall sein wird. Es gibt lieber kein Peanut Butter Cookies mehr, kein Blondie Brownie mehr, stattdessen Baked Alaska, was an sich nicht schlecht war, und wie gesagt Standard Brownie Karamell Eis. Das ist die Kritik an Ben & Jerry's. Okay. Ich bin trotzdem sehr erfreut, dass jetzt hier ein neues Eis angekommen ist und auch ein richtiger Pint und kein Sunday Blödsinn. Sehr sahniger Geschmack der Eismasse, recht süß, eine leichte Karamellnote. Muss mal kurz gucken, es kam mir ein bisschen luftig vor, aber es ist doch relativ dicht. Also die Karamellnote, die ist da, aber sie ist jetzt nicht, wer weiß wie krass. Aber was hier bei diesem Eis wieder sehr gut da ist, ist ein recht sahniger Geschmack. Also das gefällt mir sehr gut. Es ist hier wirklich gut gelungen. Da war ein Keks. Ich beiße auf den Keks. Er ist mürb, er ist nicht knusprig. Und er schmeckt recht schokoladig, kakaoig. Aber das Karamell, also das finde ich hier wirklich schon mal gar nicht so schlecht. Das finde ich super. Hier haben wir einen Brownie, den wir uns natürlich gleich rausbuddeln müssen. Ich werde jetzt hier mal so ein, zwei Kekse hier nehmen. Ihr seht, das sind so kleine Drops. So sehen aus wie so ein bisschen größere Schokodrops. Vergessen noch mal zu erwähnen. Wir haben 9% Karamellstrudel, 7% Brownies und 4% Chocolate Chips. Also die schmecken sehr schokoladig. Die gehen so ein bisschen in Richtung Oreo, aber sind nicht ganz so krass intensiv, aber haben so eine Note nach dunklem, intensiven Kakao. Also das finde ich ganz gut gelungen. Das gefällt mir. Aber bisher gefällt mir die Sahnigkeit dieses Karamelleises gut. Es ist nicht sehr karamellig an sich und auch recht süß, aber es schmeckt mir trotzdem. Wobei ich aktuell das Hagen das Salted Karamell esse. Leute, das ist ja geilste Scheiß. Also da kann das hier nicht mithalten. Das muss man schon sagen. Was hier allerdings besser ist, wir haben überall wieder Kekse hier, Stückchen da. Und dafür mag man ja Ben & Jerry's. Ne? Hier Keks, da Keks. Sehr geil. So, jetzt müssen wir diesen riesigen Brownie hier ausbuddeln. Oh. Ob der hier bröselig ist? Wisst ihr, was gut wäre, wenn er bröselig ist? Das würde nämlich beweisen, dass die bröseligen Brownies Ben & Jerry's so verlassen. Denn das hier ist nicht aus einem Supermarkt, sondern das hat Ben & Jerry's mir zugeschickt. Und ich weiß nicht, wo die das genau herbekommen, aber ich schätze aus irgendeinem Ben & Jerry's Verteilerlager. Und es könnte ein Indiz dann dafür sein, dass die Sachen, naja, die Fabrik nicht ganz so 100% verlassen. Aber es sieht nicht ganz so krass vertrocknet aus, wie manche andere Brownies sind. Aber auch nicht so fudgy, wie sie eigentlich sein sollten. Also sehr lecker, sehr schokoladig, aber nicht ganz so fudgy. Also ihr seht das hier rechts, ne? Könnt ihr das sehen? Das Licht ist nicht so geil. Mal ein bisschen die Kamera drehen. Seht ihr rechts den Brownie? Das ist so ein bisschen dunkler. Und links ist so ein bisschen heller. Das rechts ist der fudgige Teil. Das links ist der etwas bröseligere Teil des Brownies. Ne? Das kann man hier richtig gut sehen. Interessant. Seht ihr das? Dunkel, hell, fudgy, bröselig. Wie kann das sein? Das ist hier die Frage. Denn man kann jetzt nicht sagen, es kann nicht die Lagerung sein, dann wäre ja alles im Arsch. Merkwürdig. Aber sehr schokoladig und wirklich lecker. Aber eben so ein bisschen bröselig, der Teil hier. Dieser hier, der rechts, der ist episch. Ich frage mich jetzt nur gerade, wo der Salzkaramellstrudel ist. Irgendwo muss er ja sein. Große Brownie-Stückchen hier auf jeden Fall. Aber wo ist der Karamellstrudel? Ich gehe den mal eben suchen. Ich habe jetzt ein bisschen rumgedoktert und ihr seht, es ist alles voll mit Brownies. Also wirklich alles voll, aber den Karamellstrudel, den finde ich nicht so wirklich. Vielleicht ist das mal wieder so ein Eis, wo der Karamellstrudel irgendwie zu sehr verstrudelt ist, sodass man kaum noch etwas findet von ihm. Also das, Moment, ich werde dem nachgehen.
Ich habe hier alles umgegraben und es tut mir leid, es gibt keinen Karamellstrudel. Also wir wissen natürlich erstmal nicht, ob es überhaupt so gedacht ist, weil dass da so richtige Karamellbunker drin sind, was eigentlich immer das Geilste bei Ben & Jerry's Eis ist. Also wir wissen nicht, ob es so gedacht ist. Übrigens hier wieder bröselige Brownies teilweise. Aber ich denke mal, und gleichzeitig kann es aber auch sein, dass das ja einfach wie so ein Montagsprodukt ist, wo wir hier keine richtig geilen Soßenbunker drin haben. Und das ist natürlich schade an der Stelle. Nee, ist leider nicht. Was ist jetzt also das Fazit zum Eis? Naja, also es hat mir gut geschmeckt, ohne dass es aber irgendwie besonders ist. Man macht nichts falsch damit, es sind Brownies drin, es ist theoretisch irgendwo Karamell drin. Ich befürchte es aber, dass es normal ist, der überall viel zu fein verschudelt ist, als dass man schöne Bunk hat. Das ist persönlich für mich einfach nicht gut. Dann hat man meiner Meinung nach eine ganz gute Karamelleisbasis, die geschmacklich halt auch gut ist, wo so ein bisschen diese Sahnige durchkommt, die aber auch nicht überragend gut ist. Und so ist das Fazit des Ganzen ein leckeres Eis, ohne dass man wegfliegt. Und das war bei Ben & Jerry's früher so, das ist immer noch bei einem Netflix & Chill so und auch bei manch anderen Sorten oder bei einem guten Fudge Brownie ist das auch noch so. Apropos, dass die Brownies hier wieder so komisch trocken sind, da gibt es schlimmere Objekte von Ben & Jerry's, wo das viel trockener ist. Hier ging das noch halbwegs, aber es war trotzdem nicht mehr gut im Vergleich zu diesen Fudgy-Dingern. Ja, und es ist halt einfach langweilig. Es verkauft sich angeblich besser als andere Eis. Wie gesagt, ich verstehe die Welt nicht mehr, dass das so sein soll, laut Ben & Jerry's. Aber ja, trotzdem freue ich mich, dass es ein richtiger Becher ist und nicht irgend so ein Sunday-Quatsch. Hätte mir ein bisschen mehr erhofft, aber trotzdem am Eis, was ich für einen Angebotspreis auf jeden Fall mal wieder mitnehmen würde, weil es einfach gut ist. Und vor allem, wenn die Brownies da High Quality sind, dann ist das auch ein schönes Eis. Da gibt es dann an der Stelle auch dann nichts zu meckern. Nur, man sollte eben seine Erwartungen niedrig stecken. Und jetzt dürft ihr mir schreiben, ob dieses Eis etwas für euch wäre. Habt ihr es vielleicht auch schon mal probiert oder denkt ihr euch so, nö, ist langweilig, oder denkt ihr euch so, nö, ich esse lieber ein anderes Eis. Dann schreibt mir das gerne und herzlichen Dank fürs Zuschauen. Daumen nach oben und Abo nicht vergessen. Dankeschön dafür. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao.